recht. Er steht auf dem Kudamm, er steht auf dem Stachus und er predigt, dumm seid ihr und schlecht. Man sieht ihn in Cannstatt, man sieht ihn am Maschsee auf dem Nürnberger Reichstagsgelände. Man sieht ihn in Rostock, man sieht ihn in Freiburg und er predigt, erwartet das Ende. Vor dem Zwinger in Dresden und in Kiel an der Förde, in der Pfalz und in Lüneburg auch. Überall will er stören, überall sind zu hören seine Worte, Schall, seid ihr und Rauch. Ihr hört ja nicht zu, ihr hört ja nicht hin, begreift gar nicht, was ich euch sag. Es geht um die Zukunft, es geht hier um alles, es geht um den morgigen Tag. Er ist der Prediger, ist der Erlediger. Er ist der Mahner und bis oben hin voll Zorn. Er ist der Prediger, ist der Erlediger. Und wenn er fertig ist, dann fängt er an von vorn. Vor dem Rathaus von Osnabrück. Er steht auf dem Watzmann, hält mitten im Satz an und dann schluchzt er, es gibt kein Zurück. Er steht an der Elbe, er steht an der Donau und er steht selbstverständlich am Rhein. Er sieht, was er sieht und was so alles geschieht und er predigt, so darf es nicht sein. In den Tälern der Eifel, auf den Höhen vom Schwarzwald, irgendwo ist er sehr weit entfernt. Seine Botschaft erbringt sie und erbarmungslos klingt sie und sie lautet, tut Buße und lernt. Ihr hört ja nicht zu, ihr hört ja nicht hin, begreift gar nicht, was ich euch sag. Es geht um uns alle, gebt nicht in die Falle, es geht um den heutigen Tag. Er ist der Prediger, ist der Erlediger. Er ist der Mahner und bis oben hin voll Zorn. Er ist der Prediger, ist der Erlediger. Er ist die Rose, die nicht sein kann ohne Dorn. Und wenn er fertig ist,